Zur Einleitung von dem ersten Beitrag, Ottmar Hitzfeld, die erste Frage. Haben Sie als Trainer in den Tagen nach der Finalqualifikation etwas Besonderes gespürt, besonders meine ich jetzt vom Publikum aus? Man hat doch ein sehr grosses Interesse gespürt von der Bevölkerung. Nicht nur von den Fußballanhängern, sondern auch bei älteren Leuten, auch bei sehr vielen Frauen, bei vielen Kindern. Rolf Forsterwalder, haben Sie die gespürt? Ist die zurückgekommen auf Sie? Hat man Sie angehauen in der Stadt mehr als voran? Ja, ich würde schon meinen. Vor allem auch verschiedentlich Telefon. Und der Arbeitgeber hat manchmal ja, doch das Gefühl gehabt, er ist mehr am Telefon als an der Arbeit. Und so hat man es also schon zu spüren bekommen. Aber das hat er verstanden, nehme ich an. Ja, ich glaube schon auch. Weil ich meine, auch für einen Arbeitgeber ist es doch schön, wenn ein Angestellter so zur Diskussion steht, respektive eben verschiedentlich über ihn geredet wird. Oder? Und ob das alles stimmt, was uns die drei jetzt gesagt haben, da, das können wir jetzt gerade beweisen. Der Jan Hiermeier hat sich mit seiner Kameraequipe in Aarau umgeschaut. Vor 3 Jahren feierte der FC Aarau den 80. Geburtstag. Wie jeder Fußballverein kannte auch der FC Aarau Höhen und Tiefen. 1930 stand der FC Aarau zum ersten und bisher einzigen Mal im Cup-Final und verlor gegen die Young Boys 0:1. Und der jüngste Höhepunkt, Wiederaufstieg 1981 in die Nationalliga A nach 45 Jahren. Seither befindet sich der FC Aarau auf einem Höhenflug bis in die Tabellenspitze der Meisterschaft und in den Cup-Halbfinal gegen den Tabellenführer Servette. 25. Minute. Iselin hatte den Foul-Elfmeter bereits verwandelt, doch Schiedsrichter Peduzzi ordnete die Wiederholung an. 1:0 für Aarau, dank Iselins Nerven aus Stahl. 54. Minute, Freistoß Scheer. Maßflanke von Zwalen. Seiler 2:0. Bricker hatte die Genfer auf 2:1 herangebracht, doch Frenjo krönte das gute Spiel der Aarauer mit dem herrlichen dritten Tor. Aarau hatte es geschafft. Das Aarauer Fußballfieber macht, dass in Aarau alle wissen, was am Pfingstmontag das Wichtigste ist. Der Cup-Final zu Bern. Und wer spielt da? Aarau Xamax, ich bin nicht ganz sicher. Der Cup-Final. Und wer spielt da? Das Aarau, fragen Sie das, ja. Und wer gewinnt? Aarau auch schön, Xamax gewinnt. Und wer meint da, wer gewinnt? Aarau. Ganz klar, Aarau. Ja, ist klar, Aarau. Ja, keine Ahnung, wer da gewinnt. Sie wissen es auch nicht, aber Trainer Hitzfeld tut alles, dass es am Montag sein Team ist, das konditionell stärker und beweglicher ist. Training trotz dem Meisterschaftsspiel von gestern. Die Aarauer Jugend ist begeistert und ist dem Erfolgsgeheimnis seiner Mannschaft längst schon auf die Spur gekommen. Ja, sie spielen. Die Spieler sind gut. Es ist eine ausgeglichene Mannschaft. Sie spielen gut zusammen. Sie können gut trippeln. Sie sind natürlich der beste Trainer der Schweiz. Sie sind gut. Torhüter Roberto Böckli, ein Rückgrat der Mannschaft, gehört zu den Besten seines Fachs in der Schweiz. Libero und Captain Rolf Osterwalder, Abwehrorganisator mit viel Übersicht und Drang nach vorne, der verlängerte Arm des Trainers. Linksverteidiger Karl Kung, zweikampfstark und zäh. Komm noch. Ja, noch zäh, ja. Oh nein, ja. Rudi Zahner verteidigt auf der rechten Seite und ist auch stark in der Offensive.
Der Grieche Agapios Kaltaveridis wird der Bewacher von Lüthi sein. Er spielt nächste Saison beim FC Lausanne. Routinier Walter Iselin ist mit seiner guten Laune der Aufsteller des Teams. Er ist der defensive Organisator des Mittelfeldes. Des Deutschen Charlie Herberts Verletzung ist weniger gravierend als angenommen. Er ist der erfolgreichste Torschütze der Mannschaft. Ein subtiler Techniker mit einem guten Schuss ist der Italiener Roberto Fregno. Hans-Rudi Scheer, auf der rechten Seite im Mittelfeld, hat den Ruf, ein Laufwunder zu sein. Der Stürmer James Meyer ist unberechenbar und schwer vom Ball zu trennen. Als kopfballstark gilt der geborene Mittelstürmer Walter Seiler. Diese 11 Spieler werden in der Startaufstellung der Aarauer stehen. Der Rot ist der Fahrdienstleiter auf dem Bahnhof Aarau. Was hat man für das Cup-Final Spezielles vorgesehen? Für das Cup-Final haben wir in Zusammenarbeit mit dem Reisedienst 4 Extrazüge bestellt. Von total 53 Wagen an 80 Personen, gibt 4.240 Personen. Und ist für diese Leute etwas vorgesehen, speziell in diesen Zügen? Die Züge werden begleitet durch einen Reiseleiter. In den Zügen hat man Musik und Minibar wird auch zirkulieren. Und wer gewinnt das Cup-Final? Selbstverständlich Aarau. Einige unentwegte Mitglieder des Fanclubs marschieren nach Bern. Sie werden ihren Marsch nach Bern nicht zu bereuen haben. Der FC Aarau jedenfalls verspricht Fußball mit Herz. Ja, Fußball mit Herz, man kann darauf hoffen für den Pfingstmäntig. Ottmar Hitzfeld, Sie verzichten auf ein Trainingslager als Vorbereitung auf das Cup-Final. Aus welchen Gründen? Aus einfachen Gründen. Der FC Aarau ist nicht gewohnt, in ein Trainingslager zu gehen. Die Spieler, die sind gewohnt, daheim zu sein, bei ihrer Familie. Sie sind ja auch berufstätig. Wir können es uns auch nicht erlauben, aus finanziellen Gründen in ein Trainingslager zu gehen. Und ich glaube, dass jetzt, wenn man jetzt nur einmal in ein Trainingslager geht, der Effekt ausbleibt, dass man dort auch die nötige Ruhe findet. Dann sitzt man wahrscheinlich nur am Telefon, Spieler rufen daheim an, wie es aussieht, wie es den Kindern geht, wie es der Frau geht und so weiter. Und ein anderes Problem. Rolf Osterwalder, Ihren Trainer, hat gesagt, es ist wichtig, dass die Spieler in der gewohnten Umgebung sind vor dem Kampf im Wankdorf. Was macht das für Sie persönlich aus, wenn Sie sich daheim bei der Familie können, auf das Cup-Final vorbereiten? Ja, das klingt ein bisschen blöd, aber das ist sicher Geborgenheit. Weil, wie er angetönt hat, wir sind uns nicht gewohnt, in ein Trainingslager zu gehen. Und jeder hat sich also immer daheim vorbereitet, sei es jetzt auf dem Papier schwer oder leichtspielig. Wird man da besonders gepflegt von der Familie, Walter sagt? Ja, ich glaube, besonders gepflegt nicht. Was wichtig ist, einfach, das ist sehr heute schon angegangen bei jedem daheim, dass die Frau natürlich muss versuchen, irgendwie nicht wichtige Probleme, also Nebensächlichkeiten von einem fernhalten, dass man wirklich, man ist auch in der Familie natürlich untereinander, aber man kann ein bisschen draußen sitzen, nicht gerade in der Sonne oder so, aber dass man nicht mit Problemen konfrontiert wird und einfach noch Zeit haben auf der Dienstag. Sie müssen wissen, zuhause, alle drei Studiogäste haben eine Familie. Sie haben mindestens ein Kind, Ottmar Hitzfeld und Walter Seiler und Rolf Osterwalder sogar zwei. Im Fall von Xamax Neuenburg haben wir den Spiess mal umgekehrt. Die Vertreter von dem Club sind nicht bei uns im Studio zu Gast, sondern wir bei ihnen am wunderschönen Neuenburger See. Nach der Niederlage gestern in Luzern hat der Trainer Gress sein Team mal durch den Wald traben lassen. Der Walter Bauer berichtet. Ja, die gestrige Niederlage war in Neuenburg bereits kein Gesprächsthema mehr. Trainer Gilbert Gress wollte, dass sich die Spieler rascher holten und gedanklich umstellten. Mit einem lockeren Waldlauf und anschließenden Dehnungsübungen, Stretching genannt. Gilbert Gress, gestern in Luzern verloren. Wie bereiten Sie die Mannschaft auf den Cup-Final vor? Ja, ich möchte so sagen, dass es stimmt, dass wir erst heute
die finale Vorbereitung. Bis gestern waren wir beschäftigt mit diesem wichtigen Spiel in Luzern. Ab heute werden wir heute Mittag zusammen essen bei Herr Facchinetti. Und morgen haben wir ein leichtes Training. Dann werden wir uns zurückziehen in ein Hotel hier in Neuenburg. Wird uns wahrscheinlich das Finale anschauen von Deutschland Bayern München gegen Uerdingen. Und dann am Sonntag um 11 Uhr Mittagessen und dann nachher wegfahren nach Bern. Auch mit Einzelgesprächen versucht Gilbert es, an den letzten Heimerfolg anzuschließen. Das war vor einer Woche gegen La Chaux-de-Fonds. Vor fast 6.000 Zuschauern gewann Xamax mit 4:1 Toren. Das erste schoss Lüthi auf glänzende Vorarbeit von Elsener. Elsener bereitete auch den zweiten Treffer nach der Pause vor. Diesmal vollendete Peter Küfer. Elsener, sehr mannschaftsdienlich, lieferte bei fast allen Treffern die entscheidende Assistenz. Rudi Elsener gegen Chaux-de-Fonds, Sie 3 Goal vorbereitet, 1-0, 2-0, 4-1. Hätten Sie die nicht lieber selber geschossen? Es ist klar, dass jeder Stürmer im Spiel das Goal schießt. Jetzt hat es sich einfach so ergeben, dass ich jetzt die 3 Goal auch vorbereiten konnte. Ich hatte selber bei diesem Match 2-3 Möglichkeiten, gehabt, um ein Goal zu schiessen, aber es hat einfach nicht sein. Was mir auch auffällt bei Xamax, dass es eine Art Familienbetrieb ist. Trifft das wirklich zu? Sie sind jetzt ein Jahr dabei. Ja, das ist richtig. Und ich habe das vor allem am Anfang gemerkt, es ist sehr familiär da. Ich bin von den Mitspielern sehr gut aufgenommen worden und man sieht auch da, dass wir vor dem Spiel haben, da beim Gilbert Facchinetti, dass wir uns zu Mittag essen und uns vorbereitet auf das Spiel. Vor jedem Heimspiel also ist die Mannschaft zu Gast in der Villa ihres Präsidenten Gilbert Facchinetti. Hoch über dem Neuenburger See stehen den Spielern Hallenbad, Massageraum und ein komfortabler Aufenthaltsraum zur Verfügung. Und die Spieler schätzen die Abgeschiedenheit im Paradies des Gilbert Facchinetti. Die Ruhe, ja fast die Einsamkeit. Facchinetti ist Chef einer großen Bauunternehmung mit 320 Beschäftigten. Ein begeisterter Fußballer natürlich, vor 11 Jahren noch in der Nationalliga A, jetzt die machtvolle Persönlichkeit beim FC Xamax Neuenburg. Herr Facchinetti, was ist das Geheimnis von Ihrem Erfolg? Ich glaube erstens, dass wir eine ganz gute Mannschaft haben, nicht nur auf dem Platz. Ein Kopf immer, der Kopf ist der Gress. An der Spitze der Mannschaft. Und sonst, wie ich gesagt habe am Anfang, wir haben eine ganz gute Mannschaft im Komitee, eine richtige Familie. Und durch das kann man viel machen. Vor dem Mittagessen noch verteilte Präsident Facchinetti an alle Spieler das Matchprogramm für den Cupfinal vom Montag. Die Mannschaft bereitet sich sehr konzentriert und gewissenhaft vor. Und man hofft, dass es nicht noch einmal zu einem Zitterspiel kommt, wie im Halbfinal gegen Lausanne. Rudi, ihr seid's! Das ist die Fee. Dort stand es nach 90 Minuten noch 2:2. Doch buchstäblich in letzter Sekunde schaffte Lüthi den Siegestreffer zum 3:2 der Finalqualifikation. Und welche sind die Prognosen der Xamax-Spieler? 3-2 für Xamax. 3:2 für Xamax. Ich sage nicht das Resultat, aber ich denke, dass Xamax gagnera. Ich hoffe, dass wir das Goal mehr machen als Aro. Ich hoffe, dass der besser gewinnt und dass wir die Besseren sind. Rolf Osterwalder, Sie waren ja bei Xamax. Sie haben dort längere Zeit gespielt. Haben Sie einmal auch davon profitieren können, vom Herr Facchinetti, seinen schönen Verhältnis? Ja, also ich muss sagen, das ganze Drum und Dran dort ist wirklich super und ich glaube einmalig im Schweizer Fußball geschehen. Weil es ist eben eine Privatperson, also nicht irgendwie
ein Sportzentrum, wo man hingeht, sondern man geht zu ihm heim und es steht einem alles zur Verfügung, was auch er benutzt. Es tut mir fast leid, dass ich jetzt schon mal das Gespräch abbreche. Wir haben natürlich noch andere Sachen in der Sendung. Und damit Sie ein bisschen in der Übung bleiben, noch heute Abend, haben wir hier eine Torwand aufgestellt. Und jetzt machen wir einen kleinen Cupfinale FC Aarau gegen FC Fernsehen. Darf ich bitten, dass man die drei Stühle hier entfernt? Da geht mit einem. Ach so. Ja, das ist kein Problem. Dann nehme ich meinen Stuhl noch etwas weg. Jetzt müssten wir einen Böller haben. Da wäre der Punkt. Sie sehen, das ist ein besonderes Goal. Links, rechts, oben gibt es je 6 Punkte. In der Mitte auf der Seite aussen 5. Und unten dran 4, Ottmar Hitzfeld. Sie haben ja 1975 den Cup-Finale gewonnen mit dem FC Basel. Und sind Stürmer gewesen. Sie können das sicher bestens. Da habe ich gar keine Angst. Ich werde es mal probieren. Es war schon lange nicht mehr geschossen. Aber einer muss ja anfangen. Egal wo an, einfach zu mitten ins Goal. Am liebsten natürlich ein Sechser und Zuschauer, der ganz außen sitzt. Oh. Ein Böller haben wir da. Dann der zweite Versuch. Wir müssen mit Risiko spielen. Ja, voll draufhauen. Oh. Fast hat es gelangen für einen Sechser. Ein Punkt für Ottmar Hitzfeld, dann der Walter Seiler. Sonst kann ich auch vorne stehen und dann können Sie einen Kopfball machen, wenn Sie wollen. Besser fürs Kompliment. Ja, Sie können jetzt gerade. Zweier? Nein, ja gut, das sind Zweier, der gilt. Und der Nächste? Es ist doch so im Fußball, dass es das Goal muss zählen. Ob es schön ist oder nicht, ist ein Detail. Ja, schlecht ist er nicht. Ein Zweier und ein Einer gibt 3, sie wären die Führung gegangen. Und jetzt kommt der Rolf Osterwalder. Knapp am Sechser vorbei. Die Höhe wäre nicht schlecht gewesen, das ist richtig. Beim Schuss entscheide ich alles. Latte. Oh. Ja. Oh! Super! Ein Sechser und damit sind sie in Führung gegangen. Und jetzt versuche ich es noch geschwind, damit ich den Göpp mit heimnehmen kann. Das war ein Siebner noch. Wie immer auch der Cup-Finale ausgeht, man hofft natürlich vor allem auf ein schönes Spiel. Und Walter Seiler, Sie sind ja Weinhändler, Sie könnten ja dann da in den Pokal hineingiessen, wo Sie eigentlich für richtig halten. Doch, ja. Ich wünsche Ihnen recht viel Glück und danke Ihnen vielmals, dass Sie ins Studio gekommen sind. Vielen Dank. Merci. Vielen Dank. Noch ein Applaus.